Man hat so viel schon debattiert darüber. Und gibt es von der Medizin, von der Wissenschaft, von anderen Sachen, dafür 33% von Menschen sind beschnitten. Also ist nicht schwarz und weiß zu sagen, das ist richtig oder nicht richtig. Kann man noch immer debattieren. Ich sage nun eine Sache. Unsere Religion steht über alle Wissenschaftler. Die Wissenschaft, die Medizin. Auch über das Gesetz? Ich sage Ihnen warum. Aber auch über das Gesetz? Auch Gesetz ist nur von Menschen gemacht. Und ich sage nochmal, Grundgesetz von Deutschland ist, dass ich darf meine Religion üben. Ich darf und ich eigentlich muss. Und ich komme wieder zu dem Punkt. Wenn ich meinen Sohn nicht Brit, nicht Beschneidung machen, dann ich mache mich strafbar bei Gott. Ich habe auch hier gesagt, ich besser Anzeige von der Staatsanwalt als Strafanzeige von Gott. Wenn mein Kind 8 Tage wird, ich habe eine Pflicht, ihn zu beschneiden. Das Gegenteil, dass die anderen sind ganz primitiv, ja, aber ich möchte... Die Kritiker sind primitiv. Warum sind die Kritiker primitiv? Wenn die glauben nicht an Schöpfung der Welt, ja? Sie glauben nicht an Gott? Die glauben nicht an Schöpfung der Welt. Die denken, dass die kommen von, sie waren einmal im Dschungel, oder? Auf die Bäume, ne? Die Evolution, die Kritiker, die Atheisten, ja? Wenn Sie mich fragen, es ist sicher Antisemitismus, die Frage ist nur, wie viel Prozent Antisemitismus, ja? Kann es mal einmal versteckt, kann sein sogar, man hat über Freud gesprochen, dass der Mensch selbst nicht weiß, dass er als Antisemitismus, aber das ist antireligiös, Antireligion und Antireligion ist Antisemitismus, ist eigentlich gleich. Ich erwarte von Deutschland, gerade wegen der Vergangenheit, vorsichtig, Respekt.